Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von TMTV. Heute sind wir mal mit einem M11 Sealed am Start. Ja. Schauen, was da dabei rauskommt. Machen wir mal größer da das Ganze. Machen wir zuerst einmal, schauen wir mal die Rares an, die wir aufgemacht haben. Haunting Echoes ganz stark. Super sick, die nächste. Oh ja. Yeah. Die grüne Leyline. Das ist okay. Ja, Sphinx, okay. Sphinx und Drache. Also machen wir einfach das blau-rote gute Fliegerdeck, oder? Blau wird es wohl eher nicht werden. Okay, dann schauen wir mal bei Color. Sarah Angel. Weiß ist okay. Armored Assassin. Communicate. Blinding Mage, Pacifism. Non-Blinding Mage. Zwei Blinding Mages, also Triple Line. Yes. War Priest on Squadron Hawk, auch gut, super. Dann haben wir da im Blau Mind Control und die Sphinx, das schaut auch ganz gut. Zwar Cancel. Water Leak, Ice Cage ansammeln. Schaut eigentlich ganz okay aus. Was haben wir da? Die Box, wie findest du die? Ich finde die ganz okay, vor allem. Also ich habe gestern damit im Draft gespielt und jetzt mal beim ersten Aktivieren gewonnen. Der Hannes neben mir hat sie, glaube ich, 8-mal aktiviert und dann ist er tot gewesen. Ja, die Box wird. Da wird sie dann gleich immer besser, die Box. Wenigstens haben wir Terramorphic Expanse, das ist schon mal ganz okay. Schwarz, Rice. Schaut mir jetzt bisher nicht so an. A Doomblade. Das war's. A Doomblade und a Rise from the Grave. Dann Fireball, den splashen wir auf jeden Fall. Terramorphic haben wir auch. Den Hoarding Dragon haben wir halt. Lava Ex, Berserker. Und Pyromancer. Und Pyromancer. Aber Goblin, sonst halt nichts. Schaut, dass wir keine Bolts haben. Und keine Sack-Outlets für die Active Trees. Sonst in Grün haben wir noch einen Slime. Grün hätten wir ein bisschen Mana-Fixing. Zwei Giant Spider. Cultivate. Ranger. Das gute Hornets-Ding. Ja, jetzt die Frage. Blau scheint eigentlich ganz solide zu sein. So weiß-blaues Deck könnten wir schon mal. Schauen wir mal, was rauskommt, oder? Lass mal weg. Also weiß sollte eigentlich schon gesetzt sein, oder? Unhawk. Naja, ich weiß nicht. Dann blau, was haben wir im Blau? Das Mind Control, these things. Cancel ist auf jeden Fall. Das Blau gefällt mir irgendwie gar nicht. Mana Leak, Ice Cage und so ein Preordain. Da haben wir genau das Rise from the Grave und den Doomblade. Da haben wir das ist der Drache. Die sind ganz gut. Das ist super. Eine Daure kann man. Act of Treason. Combust. Das Combust eine Sideboard-Karte. Okay. Kann man auch am Ende decken. Ein Tunneler, mit dem haben wir schon gute Erfahrungen gemacht. Ja, der Tunneler war uns. Der war uns im letzten Draft sehr gnädig. Ja. Der Grün schaut relativ solide aus. Zwei Spider, der Wolf. Das Plummet. Will man das Main decken? Die meisten guten Decks haben wir schon recht. Alle Flieger, oder? Ja, so Flieger sind. Es hat eigentlich jedes Deck. Außer also Grün-Rot. Und selbst dann kann man mit den Gegnern Enchantment gut traden. Tja. Und die Box. Ja, haben wir vorgeschlagen. Und die Terramorphics. Und die Terramorphic ist gut. Die brauchen wir auf jeden Fall, so wie es ausschaut. Ja. Also. Weiß, ich meine, weiß könnte man natürlich voll die Schiene fahren mit Aggro, Excommunicate und die ganzen Dinge. Inspired Charge. Und das da, Inspired Charge. Dann passt da das zweite Ansammeln ganz gut rein. Ja. Ist halt die Frage. Und dann hat man halt noch Pazifismus, die zwei Blinding Mages. Also Rot haut mich überhaupt nicht um. Rot finde ich viel zu teuer von den Average Costs her.
Aber mein Fireball, den splash mal auf jeden Fall. Ja. Ist halt schade um den Drachen, weil der sucht die Strongbox, da ist er kein normal besser. Und man kann natürlich so ein gieriges Deck bauen. Ich meine, wir haben drei Mana-Fixer, wir splashen den Fireball, wir können das Doomblade noch splashen und spielen dann halt grün-weiß mit Doppelsplash oder so. Das wäre eine Option, weil meine, wir haben drei Mana-Fixer, wir können mal das Doom, können mal das Doomblade reintun. Du willst grün-weiß mit drei Splashes spielen? Nein, ohne Blau. Ohne Blau. Aber ich meine, die haben natürlich zwar Mind Control und die Sphinx ist natürlich sehr gut. Ja. Und dann halt die Ansammeln, die passen zum aggressiven Deck. Das ist die Frage. Die Frage ist halt, wie gut ein aggressives Deck ist. Kommen wir das Ansammeln da noch dazu. Und das zweite Karnes und den Scroll Thief. So wären es genau 23 Karten. Machen wir mal da einen Kostsort. Komplette Mana-Kost. Mhm. Schaut eigentlich nicht so schlecht aus. So, vom Grundsätzlichen her. Ich meine, das... Das Ascension, das kann man dann gleich mal cutten. Ja. Das ist natürlich dann immer so super, wenn man... Das ist sowieso klar. Das kann man dann gleich raus tun. Oder doch den Plan mit Blau. Ich meine, das sind halt nur drei Viecher, oder? Sehe ich es richtig? Zwei, drei. Gehen wir mal die machen. Bauen wir mal das Deck und dann mal die Ascension raus. Das wäre jetzt nicht so gut. Das haut mir jetzt nicht so um. Ja, ich finde, das schaut relativ solide aus eigentlich. Und was willst du noch tun? Vielleicht den Pinger. Der ist natürlich jetzt in M11 nicht mehr ganz so gut, gell? Der Pinger ist immer noch gut. Also gegen. Naja. Also im Draft ist er. Ich finde ihn im Draft find ihn besser als im Sealed. Aber gegen zum Beispiel das blau-weiße Fliegerdeck, der gewinnt der Pinger halt. Und 18 Länder oder wie?